Bitte? Oh, wie perfekt du von drüben ist. Das Ding ist leer. Wollen wir mal probieren? Hm? Was? Hermann von Markanto, Herbert Muschi Dobrindt, Karl? Karl, ich glaube, hier stimmt was nicht mit den Auftragsnamen. Himmel. Ah, schon. Okura. Was für ein Ding? Ich bin Okura. Aha. Und was machst du hier unten? Ich bin die neue Praktikantin. In den Klamotten. Karl? Steckt der nur? Wo soll ich anfangen? Was? Grabvorbereitung, Leichenwaschung, Blumengesteck. Nein. Erstmal muss ich meinen Chef finden, dann können wir. Praktikantin? Echt? Du bist angezogen wie zu Frankensteins Bar Mitzwa Party. Danke. Das war kein Kompliment. Okay, fangen wir nochmal an. Ich bin Okura Aschmann. Ich wurde von Herrn Simon für 3 Wochen als Praktikantin eingestellt und hier zugeteilt. Ich gehöre also ganz dir. Was liegt hier an? Glaubst du, dass der Typ der Muschi genannt wurde? Er nicht. Sieht eher aus wie so ein seriöser Hanseat. Er hingegen? Genau. Lektion Nummer 1. Vergewissere dich, wen du auf dem Tisch hast. Nichts ist peinlicher, als auf einer falschen Beerdigung zu landen. Aber in der Regel sind die Särge ja zu. Wer würde das bemerken? Der Grabstein stimmt dann doch nicht. Außerdem steht bei dem offen aufgebahrt. Sonst wäre er wohl nicht so rausgeputzt. Oh Mann, mit der Attitüde kommst du ja nicht weit. Du bist der Boss. Hol mal einen Deckel. Ja. Schwitzbeid. Und hepp. Ich verstehe nicht, wo Karl ist. Und unser Fahrer ist auch noch nicht da. Verdammt. Kurzfristiger Auftrag? Aber meistens sagt er Bescheid. Was ist das denn? Auftrag 1347, Kluge.
Wer geht ins Krematorium? Ach Scheiße, was ist denn heute eigentlich los? Moin! Sind wir zu früh? Nein, wahrscheinlich kommt gar keiner. Diese arme Beerdigung. Die Transe hatte wohl nicht viele Freunde auf dem Kiez. Ah. Schöne Farbe. Ja, ne? Ja. So, was? Ja, der Herbert war viel für sich allein. Kann ich mir vorstellen. Gut, Sie haben ja bis dahin noch eine Weile zu tun. Wir kommen dann um 14:30 für die Andacht wieder. Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Auf zum Krematorium. Ist was? Schon traurig, so eine Beerdigung ohne Trauergäste. Eigentlich nicht. Keine Trauergäste, keine Trauer. Ja klar, wenn es so einfach wäre. Dem Toten ist er so Lachs. Und warum dann der ganze Aufwand? Das Ritual? Was für die Lebenden. Und ihr schlechtes Gewissen. Weil sie leben und der Tote, naja, Wurmfutter ist. So, pack an. Geht das? Ja. Jo. Ist klar. War nicht so verkrampft, immer schön locker aus der Hüfte tragen, Okura. Ja, ist klar. Jo. So, der nächste geht in die Sturmhöhe 13 und dann die Aufbahrung von der Transe in Kapelle 7. Das war ganz schön unpersönlich. Bitte was? Oh, Entschuldigung. Nee, ich meine die Verbrennung. Das hatte was von Abfallentsorgung. Was hattest du denn gedacht? Eine rituelle Wikingerbestattung? Das hätte doch mal was. Ach Quark, war doch keiner anwesend, also muss man auch kein Fass aufmachen. Hauptsache, alles läuft ordentlich und hygienisch. Immer alles schön ökonomisch. Genau. Ja, bloß kein Gefühl mit reinbringen. Um Gottes Willen. Nee, der nicht. Bitte? Wovon redest du? Davon, dass die Toten vielleicht ganz genau wissen, was mit ihnen passiert. Und wie wir uns von ihnen abwenden auch. Und dass Rituale auch für die Lebenden wichtig sind, damit sie Schmerz und Trauer verarbeiten können. Das müsstest du eigentlich wissen. Hey, ich bringe die Leute unter die Erde. Mit dem ganzen Eso-Quark bleib mir bitte vom Leib, ja? Ja, habe ich mir schon gedacht. Gut, ich hab alles. Ich muss hier raus. Moment. Noch ein schönes Leben. Hey, wir sind noch nicht fertig. Hey, bist verrückt geworden? Komm sofort zurück! Hey! Sie sind 30 Minuten zu spät. Ja. Oh mein Gott, Sie haben es wirklich furchtbar. Ja, entschuldigen Sie bitte, wir hatten leider krankheitsbedingte Ausfälle. Schämen Sie mich bitte. Bringen Sie sie gleich ins Fotostudio. Die ersten Gäste treffen schon ein. Fotostudio? Ja, richtig. Der Fotograf wartet schon. Und er ist eine weiter schlimmere Diva als Sie. Klar. Sie? Ich lasse mich umschulen. Ich komme! Ständig dieses beliebige Schreien, das ist sehr irritierend, muss ich schon sagen. Gut gelaufen ist es, wenn Sie dir nicht auf die Robe gekotzt haben. Was zum Geier ist denn... Wunderbare Arbeit. Ja, Moment. Fantastisch, wie lebendig der aussieht. Ja, aber das ist nicht, Moin. Ist das hier die Muschi-Beerdigung? Bitte? Ob hier Herbert Muschi verscharrt wird? So wie es auf dem Anschlag steht. Sehr gut. Ja, dann lasse ich Sie in Ihre Trauer mal allein. Vielen Dank. Hi. Hi. Na? Alles klar? Oh, doch, ja. Schön.
Ist er tot? Würde ich doch hoffen. Tja, das werden wir jetzt mal feststellen, was? Sag mal, können Leichen bluten? Eigentlich nicht, aber bei einer bestimmten Blutgruppe kann es schon. Sag mal, der Typ sieht doch gar nicht aus wie Muschi. Ja, wissen Sie, durch die Leichenwäsche und das Schminken wirkt das immer so ein bisschen. Die Züge sind doch familiär, oder? Hermann. Mein Chef heißt Karl. Ja, ich weiß. Aber Karl liegt im Sarg von Herbert. Wer ist Herbert? Herbert ist der im Sarg von Hermann liegt. Muschi, weißt du doch. Ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr mit. Hermann von Markanto. Die Transe. Er war ein berühmter Travestiekünstler und unser Freund. Seine Familie hat ihn nur verachtet und seit seinem Tod und seitdem die Presse so einen Riesenwirbel macht, wollen die ihn aufstellen wie eine Trophäe und über seinen Tod noch Kohle machen. Aber das lassen wir nicht zu, oder? Nein. Wir werden ihn beerdigen. Das heißt, ihr habt die ganze Nummer nur veranstaltet, um... Ein Ritual. Für den Toten. Und die Hinterbliebenen. Und Karl, hä? Das ist mein Chef. Nichts, er wacht in einer Stunde wieder auf. Ich habe die Schilder vertauscht und so wurde Hermann verbrannt. Und Herbert kriegt eine 5-Sterne-Beerdigung bei den Markantons. Das ist super, oder? Alle sind happy. Nicht alle. Na los, komm schon! Dalla! Wer ist das denn? Freunde von Herbert. Ein Euphemismus. Was wollen die? Die Leiche. Nur die Leiche, denn Karl war ja nicht Beweis genug, dass Muschi tot ist. Mal los! Oh. Na genau, oh. Wir brauchen Herbert zurück. Und wir haben noch ein Problem. Jetzt komm. Scheiße. Die Blagen sind ganz schön schnell. Vernissage veranstalten. Das ist doch total krank. Eure Aktion hier wollten unseren Freund beerdigen und kein Kapital ausschütten. Sind wir hier richtig? Ich wohne hier nicht. Ach, ein Glück, Herbert ist noch da. Wo sollte er auch sonst sein? Ach, hilf mir lieber. Hat der Fotograf ihn gesehen? Ja, und wir wissen nicht, ob er ihn überhaupt kannte. Und wenn doch und er der Familie davon erzählt, dann haben wir das nächste Problem. Wieso? Ja, man wurde verbrannt. Ach, scheiße, ja.
Was machen wir jetzt? Ich mach das. Wieso habe ich da ein ganz mieses Gefühl bei? Das klappt nie. Sollte es besser. Nicht atmen. Ich weiß gar nicht, warum Sie so hysterisch sind. Ich habe dafür überhaupt keine Zeit. Not at all. Aber... Meine Gäste warten schon. Aber das falsche Leiche ist nicht Hermann, das ist Fremde. So Unsinn. Das kann ja gar nicht. Mich hierher gezerrt. Machen Sie Ihre Arbeit. Gleich kommt der Bürgermeister und dessen Kondolenz möchte ich auf keinen Fall verpassen. Okay. Aus, als hätte ich einen Plan. Was mit dem Plan? Eigentlich die Bekloppten im Leichenwagen. Und was hatten die mit Muschis Leiche vor? Was weiß ich. Irgendwelche nekrophilen, kranken Arschlöcher. Also Leute gibt's. Echt? Ich glaube, die sind welche. Ich glaube, die haben ja auch alles, oder? Die Frage ist nur, wie wir hier wieder rauskommen. Sind ja aber ganz schön lebendig. Es geht nur deinem Kopf vor. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was länger dauert? Was? Na, die Zeit. Welche Zeit? Die Zeit vor deiner Geburt oder nach deinem Tod? Mir mal ehrlich, ist doch eine wichtige Frage. Ach so. Ja, ich denke mal, also das Universum ist 13 Milliarden Jahre alt. Oh ja, der wissenschaftliche Mythos. Hm? Und man geht davon aus, dass die Expansion mindestens noch 5 weitere Milliarden Jahre anhält. Nee, kann man nicht beantworten. Siehst du das doch unheimlich, oder nicht? Unheimlicher als das hier? Gibt Schlimmeres, oder? Ja. Pickel am Hintern. Oder eine Wurzelbehandlung. Oder auf der falschen Beerdigung landen. Ja. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste.